Die oberösterreichischen Feuerwehren sind die Lebensretter in heißen Situationen. Das Land Oberösterreich und die Brandverhüttungsstelle weisen besonders darauf hin, wie wichtig Rauchwarnmelder sind. Sie leisten einen entscheidenden Beitrag, um die Sicherheit zu Hause deutlich zu erhöhen. Nachdem wir seit 2013 ein Bautechnikgesetz haben, das vorschreibt, für Neubauten müssen eben auch Brandmelder vorgesorgt werden, und wir aber eine Ausstattungsquote von 15-20% in den privaten Wohnräumen haben oder Wohnhäusern haben, wollen wir einfach diese Zahl massiv erhöhen, eben auch unter dem Aspekt, was alles passiert, wenn kein Rauchmelder ist. Es ist so, dass sich die meisten Brände langsam entwickeln, man hat am Anfang eine Rauchentwicklung und könnte den Brand, den Glimmbrand, noch einfach selber löschen mit einfachen Mitteln. Dazu braucht es dann zwei Dinge. Ich muss es mitkriegen, dass es brennt. Da hilft der Rauchmelder. Das zweite ist, ich brauche dann entsprechend Löschmittel, einen Feuerlöscher, eine Löschdecke, die ich im Haushalt griffbereit haben soll. Dazu kommt, dass viele Brände während der Nacht ausbrechen. Also zu einer Zeit, wo man üblicherweise schläft und die Bedrohung nicht merkt. Mit rund 85 Dezibel ist ein Rauchwarnmelder laut genug, um jeden Schlafenden zu wecken und vor der drohenden Gefahr zu warnen. Es gibt Möglichkeiten für zum Beispiel sehbeeinträchtigte Personen, hörbeeinträchtigte Personen. Es gibt Modelle mit Blitzleuchten, es gibt Modelle mit Vibrationsalarm, welche man sich dann unter den Kopfpolster legen kann. Also auch für Menschen mit beeinträchtigten Sinneswahrnehmungen gibt es Lösungen. Denn in Oberösterreich kommt es durchschnittlich zu 1100 Bränden pro Jahr, wobei davon 500 Brände im häuslichen Bereich stattfinden. Und laut Brandschadenstatistik verlieren im langjährigen Durchschnitt 6-7 Menschen dabei ihr Leben und rund 135 Menschen werden verletzt. Die Leute sterben nicht am Flammentod, sondern sie sterben an Rauchgasvergiftung und wir haben 135 Verletzte. Und wenn wir einen Ausstattungsgrad von 80-90% mit Rauchmeldern hätten, dann könnte man auch der Schaden, der entsteht, der bei 50 Millionen Euro jährlich liegt, könnte entsprechend reduziert werden. Ein Rauchwarnmelder kann zwar die Brandentstehung nicht verhindern, aber er kann jenen Zeitvorsprung geben, den Sie benötigen, um sich selbst und andere Mitbewohner aus dem Gefahrenbereich zu retten.